Also ich werde euch heute mal was erzählen über unser tolles neues Spendenterminal, was viele von euch ja auch unfreiwillig und freiwillig schon ausprobiert haben und ausprobieren durften. Und das Thema heute ist, wie funktioniert das Ganze, warum funktioniert das überhaupt und wieso will man sowas überhaupt haben in einem Hackerspace. Generell das Konzept davon ist, Spenden durch Einzugsermächtigung zu machen. Das Terminal an sich druckt vorgefertigte Einzugsermächtigungsbögen aus, das heißt unterschreiben noch, in den Briefkasten werfen und unser freundlicher Kassenwart wird es dann von eurem Konto abbuchen. Und warum man das überhaupt so macht, durch ein Terminal, was Strom braucht, durch ein bisschen Logik und warum man es sich einfach per Hand ausfüllt, das ist vor allen Dingen deswegen, weil man vermeiden möchte, dass irgendwie die Kontodaten falsch eingetragen werden, weil es sonst teure Rücklassschriften hervorruft. Und halt, wenn es der PC ausliest, hat man eine Standardfont. Man weiß genau, dass eine 0 eine 0 ist und keine 9 und dass eine 6 nicht aussieht wie eine 9 oder sonstige Zahlendreher drin vorkommen. Und einen kleinen Anreiz durch Technik schaffen ist natürlich cooler, wenn man irgendwie noch was Technisches dazu hat und nicht einfach nur einen Zettel nimmt und das dann ausfüllt. Genau, wie funktioniert das Ganze? Man zieht dort eine EC-Karte durch und heutzutage haben fast alle EC-Karten noch, beziehungsweise schon, einen Magnetstreifen mit verschiedenen Spuren drauf. Und diese Magnetstreifen auf euren EC-Karten kodieren zumindest eure Bankleitzahl und eure Kontonummer. Und die wird halt ausgelesen. Dann passiert momentan noch magischer Textersetzungs-Magie auf ein bisschen Kommandozeile und baut dann ein SVG dort eure Daten ein und schickt sie dann durch Inkscape und dann durch den Bon-Drucker. Das ist so ein bisschen Magie, es dauert deswegen auch noch ein bisschen lange, aber das ist halt noch die erste Version und demnächst wird dann noch ein bisschen schnelleres und performanteres dazukommen. Genau. Wie ist das Ganze umgesetzt? Wenn ihr euch das mal nachher betrachten wollt, der ganze Apparat ist halt ein Bon-Drucker, an dem ein kleines Armboard dran gepflanzt ist mit Gaffertape. Das Ganze nutzt halt das Kupfsystem, einfach um das halt nett zu drucken. Der Hersteller des Bon-Druckers war so nett und hat alle seine Treiber für Open Source. Das heißt, alle Treiber sind als Quelltext verfügbar und können deswegen auch auf allen Plattformen ganz einfach kompiliert werden, ohne irgendwelche Probleme, und deswegen funktioniert es auch unter einer ARM-Architektur sehr gut. Dieser Daemon, der diesen Magnetkartenleser immer wieder ausliest, ist halt in Python geschrieben und agiert als Python-System-Daemon. Und sobald das System gestartet wird, beziehungsweise gebootet wird, startet auch dieser Daemon und ist dann bereit, eure EC-Karten oder andere Magnetkarten entgegenzunehmen. Genau. Und das SVG wird gerendert durch Inkscape, weil es wurde ursprünglich dieser Spendenbon in Inkscape designt und problematischerweise ist Inkscape das einzige Programm, was ein SVG wirklich lesen kann. Also sollten andere Programme versuchen, dieses Inkscape-SVG zu lesen, wird es versagen und große schwarze Blöcke drucken. Kleiner Ausblick, was demnächst noch so kommen wird. Leider wird der Magnetstreifen zunehmend abgeschafft werden. Zumindest das Bundeskriminalamt sagte dazu, dass halt ein Magnetstreifen generell unsicher ist, weil man ihn einfach kopieren und auslesen kann. Deswegen wird halt empfohlen, ihn dann nur noch für ausgewählte Nutzer in Zukunft irgendwann freizuschalten. Wann es passieren wird und ob es überhaupt passieren wird, ist unklar. Generell sollte man aber davon abgehen, den Magnetstreifen zu nutzen. Deswegen sollen demnächst die Daten aus dem integrierten Chip ausgelesen werden. Die passende Hardware ist dazu da. Allerdings ist noch keine Software dazu da, um das auszulesen. Es gibt da soweit unter Linux nichts Fertiges. Und deswegen arbeite ich mich momentan ein, wie man überhaupt eine EC-Karte anspricht, wie man Daten daraus auslesen kann und was man dazu machen muss. Das ist ganz komplex. Also ich habe einen Schnelleinstieg dazu gefunden. Dieser Schnelleinstieg hatte aber leider 800 Seiten. Und das Ganze hat irgendwie noch ein bisschen Kryptographie dazu und es funktioniert wie eine Smartcard. Und deswegen ist es komplizierter, eine EC-Karte auszulesen, als einfach nur ein Magnetstreifen, der halt so ein Human Input Interface Device ist. Ja, und deswegen ist es ein bisschen komplexer, das Ganze. Und wenn sich Leute finden, die da auch Spaß dran haben, sich mal ein bisschen in die Architektur einzuarbeiten, können sie sich natürlich melden. Und ich freue mich immer über Unterstützung davon, weil 800 Seiten Schnelleinstieg sind auch nicht mal eben gemacht. Und was auch noch so eine To-Do ist, die vielleicht jemand, der begabt ist, was Design angeht, der begabt ist, was irgendwie Verarbeitung von Materialien angeht, machen kann, dem Ganzen ein ansprechenderes Aussehen zu geben. Heute kamen zwar schon zwei nette Styroporbälle dazu, die Augen mimen, aber
naja, vielleicht könnte das Ganze noch in eine schöne Kiste gepackt werden, dass vielleicht auch die Mehrfachsteckdose besser versteckt ist in einer schönen Kiste und dass das Ganze irgendwie so einen ganzheitlichen Eindruck gewinnt. Genau. Und falls ihr irgendwelche Fragen haben, wie das Ganze noch technisch wirklich funktioniert, wenn ihr noch wollt, dass wir kurz in den Source Code mal reinblicken, was im Endeffekt passiert auf der Kiste, dann stellt die Fragen jetzt oder auch später oder ihr dürft hier immer schweigen und einfach eure EC-Karte durchziehen. Und ja, fragt ruhig. Ja? Was kostet das Terminal, so wie es da steht? Das Terminal, wie es da steht, würde neu, ja, ich denke mal so 400 bis 500 Euro kosten. Das liegt daran, dass der Bongdrucker verdammt teuer ist. Deswegen frage ich also. Genau, wenn du ihn nicht gerade über eBay ersteigerst, für einen ganz günstigen Preis liegt er neu irgendwie bei 260, 280 Euro. Je nach Version mit Autocutter kostet das nochmal 50 Euro mehr. Ist halt Kiosk-System-Hardware und die ist halt generell sehr teuer. Also ich habe ihn mal damals auf eBay erstanden für 25 Euro. Ich musste allerdings da auch ein halbes bis dreiviertel Jahr für suchen. Also es war halt Glück, dass der Verkäufer keine Ahnung hatte, wie man ordentlich eBay-Verkäufe macht und ein Bild reingestellt hat mit ungefähr einer 2 cm dicken Staubschicht und man hat geahnt, dass das Gerät defekt sei. Und das war halt mein Glück gewesen damals. Und ja, also so wie es jetzt da steht, 400, 500 Euro. Okay. Und für die normale Karte brauchst du, also für den Chip der Karte, brauchst du mal einen Smartcard-Reader. Genau. Und das ist genau. Besonderes. Genau. Okay. Aber das Problem ist halt das Protokoll, was du mit der Smartcard im Endeffekt sprichst, weil du musst dich halt authentifizieren und dann irgendwie gucken, dass du irgendwie Daten rauskriegst, weil die Smartcard ist halt intelligent. Weil die EC-Karte ist halt intelligent im Vergleich zu einem Magnetstreifen, den du einfach auslesen kannst. Natürlich. Deswegen, also ich bin da schon sehr interessiert, weil ich habe ihn jetzt angeguckt. Und ich dachte mir, für unser Verein ist auch genau das Richtige. Und Smartcard-Reader habe ich. Ich auch. Und Drucker, den DIN A5 Ausdruck kann ich auch. Und durch den E-Rum auf den Veranstaltungen kann man das ja damit machen. Genau. Und dafür ist es auch da, weil es ist halt sehr einfach. Einfach EC-Karte durchziehen, kannst du gleich gerne mal machen. Und das Coole ist, bei der Version, du kriegst noch ein kleines Dankeschön am Ende ausgedruckt. Okay. Genau. Noch Fragen? Ja? Ich sagte schon, in mehreren Spuren sind die angeordnet. Genau. Ist das übereinander? Das ist eine gute Frage. Es gibt auf jeden Fall drei verschiedene Spuren. Da müsste man auch mit Wikipedia konsultieren. Und übereinander auf der Karte. Ah, cool. Dankeschön. Okay, wie Sie gerade gesagt haben, nochmals fürs Mikrofon, damit es laut genug ist, auch im Video. Es gibt dann drei Spuren, die wohl physisch beieinander sind. Das Coole ist, der Smartcard, nicht Smartcard wieder, Magnetkartenleser schreibt sie nacheinander raus. Einfach als Text. Von daher habe ich mich nicht drum gekümmert, sondern habe einfach nur die passenden Teile gegriffen, die ich haben möchte. Noch jemand? Eine Frage? Eine Anmerkung? Idee?